Die blaue Moschee von Istanbul im Schnee. Eiskalt ist es in der türkischen Metropole. Und trotzdem tauchen im Bosporus nicht nur die Kormorane. Knapp unter 0 Grad in der Luft, etwas mehr im Wasser. Kein Grund zum Kneifen für diese Istanbuler. Sie brüsten sich damit, an jedem Tag des Jahres im Bosporus zu schwimmen. Für uns ist das ein Hobby. Im Sommer sind wir an die 40 Leute, aber im Winter sind wir nicht mehr als 15. Wir kommen jeden Tag nach dem Morgengebet. Um sich nicht zu erkälten, ziehen die Männer sich schnell um. Und obwohl Ärzte ihnen abraten, sind die begeisterten Winterschwimmer überzeugt. Das tägliche Bad im Bosporus tut ihnen gut. Ich mache das seit 2 Jahren und war nie krank. Ich habe nicht einen Schnupfen gehabt. Ich bin kerngesund und ich bin mir sicher, das liegt an diesen Bädern. Nach dem traditionellen Tee trennen sich die Schwimmer und gehen ihrem Tagewerk nach. Und bis zum nächsten Morgen gehört der Bosporus wieder Schiffen und Meeresvögeln.